durch Druck entsteht Gegendruck und durch Vertrauen ein gutes Gefühl. In der Beziehung ist es auch so, wenn man halt vertrauensvoll miteinander umgeht, dann entsteht auch eine fruchtbare Beziehung. Und im Businessbereich sollte das genauso sein. Und es soll halt sinnwirtschaftlich sein und es soll auch die Möglichkeit aufzeigen, nicht nur einmal ein Geschäft zu machen oder Geschäftspartner für ein Jahr oder zwei Jahre zu sein, sondern als Kontakteur auch den Kontakt so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Ich sehe die Kontakteursarbeit in ähnlicher Form wie ein Footballspiel. Da geht halt die richtige Vorbereitung, gehört mit dem Unternehmer dazu. Man identifiziert sich, man spricht die Strategien ab, wo möchte man hin, steckt sich die Ziele. Als Beispiel, es gibt einen Trainer X und dieser Trainer möchte halt gern in dieses Unternehmen mit den und den Personen sprechen. Und dann schaue ich als Kontakteur zum Beispiel, passt er vom Charakter auch zu dem Unternehmen? Ist sein Portfolio auch gewünscht oder gibt es überhaupt die Bedürfnisse des Portfolios auch einzusetzen oder auch umzusetzen? Und wenn ich das abgeglichen habe im Hintergrund, dann führe ich halt beide Menschen oder beide Personen halt zusammen. Ich sehe immer mehr Menschen auf Veranstaltungen, auf Symposien oder auch vom Unternehmen zum Unternehmen, denen fehlt ein nachhaltiger Anschluss an die Personen, die da eingeladen waren, an Personen, die sie gerne auch mal kennenlernen möchten, aber aus Zeitgründen, aus Ressourcengründen oder aus anderen Prioritäten schaffen sie es nicht, diese nachzuhalten. Und da definiere ich mich halt als Kontakter in Aktion sozusagen, als Schnittstelle, diese dann in dem Kontext beide dann halt auch zusammenzuführen. Da bleibe ich aber auch im Nachhinein auch dran und kontrolliere das auch, dass das auch, wenn es nicht gleich wird, aber im späteren Zeitraum auch nachvollzogen wird. Ähnlich ist es ja halt auch im Football. Und wenn man halt diese Strategien zusammenfügt, intuitiv in der Defense oder in der Offense zum Beispiel, dann muss es halt passen. Das ist ein Gefüge und genauso sehe ich auch die Kontakteurarbeit. Da geht halt ein Identifikationsgespräch voraus. Man trifft sich bei einer Tasse Kaffee oder auch in seinem Lieblingsrestaurant desjenigen Unternehmers und holt sich die wichtigsten Dinge, die für ihn wichtig sind, heraus. Was ist ihm authentisch, was ist ihm sehr wichtig, welche Bedürfnisse hat er? Es ist meistens 3, 4, 5, 6 Stunden und manchmal auch ein ganzer Tag, wo ich mich mit dem Unternehmer sehr, sehr intensiv auch beschäftige und wird auch sehr, sehr gut angenommen. Der Auslöser war, auch ein Termin, den habe ich sehr gut befunden und dann bin ich nach Hause gegangen, mich hat jemand angerufen und ich möchte den jungen Mann auch kennenlernen und die beiden habe ich auch zusammengeführt und derjenige, der mich beauftragt hat oder mich angerufen hat, hat einfach gesagt, was kriegst denn du dafür? Ich habe gesagt, nichts, das ist halt eine Empfehlung, das mache ich aus Herzen, weil der ist qualifiziert, der ist kompetent und der passt auch genau zu euch. Und so hat sich das halt einfach ergeben und dachte, okay, wenn die Schnittstelle so super funktioniert, dann kann ich auch mit dem Kontakteur halt konzeptionell eine ganz andere Tür öffnen, eine ganz andere, sage ich mal, auch Know-how in der Vermittlung übermitteln. Meine Vision ist halt einfach, ein wirklich sinnvolle Plattform zu schaffen, wo ich in vielen Unternehmen, viele Unternehmer kennenlerne, via Interview, viele Möglichkeiten auch herausstelle, von der Authentizität her des Unternehmers, von der Möglichkeit des Unternehmers, auch wenn er jetzt schon super erfolgreich ist, trotzdem halt eine Person dahinter steht, ein Mensch dahinter steht, der halt auch Bedürfnisse hat, für sich selbst, privat, als auch im Unternehmen. Und durch dieses Interview und durch die Möglichkeiten halt einfach auch aufzuzeigen, dass ein Kontakteur gerade auch Mittelpunkt sein kann zwischen zwei Unternehmern, um diese zusammenzuführen.